So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Bei mir ist gestern auch das Herz in die Hose gerutscht wegen Viridium, aber warum genau, habt ihr vielleicht im Community-Tab gesehen oder das seht ihr doch in dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Raid-Stunde heute Abend mit Kobalium, um die restlichen XL-Bonbons voll zu machen, damit ich dann ein 100er pushen kann. Ich habe schon vor den Raids 200er gehabt, eins möchte ich pushen und heute Abend werde ich die Stunde nutzen in der Raid Mania, die Bonbons voll zu machen. Ihr könnt mir dabei helfen, wenn ihr unterwegs seid und raidet, ladet mich ein in der Raid-Stunde oder seid im Stream dabei. Ab 19 Uhr gibt es Abschluss-Raids und ihr könnt natürlich wieder Raid Mania Punkte verdienen. Ansonsten starten wir jetzt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Jewel. Gruß von Teneriffa. Die ist schon wieder am A der W. Da kann sie ja mal Geschenke von der schicken für Purmel. Und hat hier eine Dose Enton mit Strawberry drin. Hier sehe ich noch Carbador, Majin Buu. Hier ist hier Dragon Ball Zeugt voll die Seuche. Hier ist ein Knuddelluff. War es ein Pi? Nee. Es war Knuddelluff, egal. Hier ein Pichu, genau. Das fand ich richtig toll, habe ich gleich gesagt. Ja, traurig. So, hier ein Bild vom Lenzar, die Wayfinder-Bewertung. Schlecht, okay, Darm oder super. Ich weiß nicht, wie Niantic darauf kommt. Vielleicht gucken sie in letzter Zeit vermehrt Schänder-Videos. Darm, guten Darm und so. Also Darm, wie passt dieses Wort Darm da rein? Dann habe ich ein super geniales Ticket bekommen, natürlich zum Weihnachtsevent Teil 1. Das möchte ich auch nochmal zeigen und Danke sagen, nämlich an den Tobi, also an den Heise, der mir das Ticket besorgt hat. Und nicht nur das, der hat mir sogar auch das C-Day-Ticket für den Super C-Day gekauft, bestellt, besorgt, gehabt. Danke dafür, danke, danke, danke. Der schenkt immer die halbe Community, wenn man in den Fanchat guckt. Die halben von den 600 Leuten, 300 Leute kriegen jedes Mal Ticket von ihm. Richtig krass. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Biala. Und dann hat der Henry hier, vielen Dank für die Einladung zum Raid. Alle zusammen jetzt in Shiny. Hat also auch sein Kobalium bekommen. Wunderbar. Matze hier mit dem Mega für Nondor Raid wahrscheinlich. Und hat ein 10-10-10 herausbekommen. Das schlechteste aus dem Raid, was man ziehen kann. Sieht aber gut aus. Der Heigo hier, Shiny Bandimos, ne? Aus der Quest? Aus der Quest wahrscheinlich. Aus dem Feldforschungsdurchbruch. Aus dem Feldforschungsdurchbruch wahrscheinlich. Glückwunsch dafür. Hamburger Truller auch Glücksfreund geworden. Dann habe ich ja beim letzten, ach nee, das ist gar nicht das, das ist beim Schilling. Beim Schilling habe ich was gesehen und in einem Video. Alt Egon ist zurück. Ich bin wieder da, war im Knast. Musste ich gleich Hallo sagen. Kennt ihr Alt Egon? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann bin ich mit Molly Glücksfreund geworden. Benjamin hat einen Shiny Yorklef bekommen. Benjamin mit dem 100% Shiny Terrakium. Eigentlich Schocker der Woche. 100% Shiny Legendäre aus Raids. Aber Schocker der Woche soll ja was Einmaliges sein. Glückwunsch an Benjamin. Mal gucken, was noch so passiert. Hier sehen wir, er hat 9 Shinies insgesamt und eins eben mit 100%. Dann Skyfall ist auch Glücksfreund geworden. Hannes hat ein Klingplim gebrütet. Dann der Matze hat er Schuhe an, Kobalium mit Winterstiefeln. Wenn ihr euch mal das angeguckt habt, sieht auf jeden Fall genial aus, muss man schon sagen. Was macht mein Bodogel da, Eiskorb Jens? Nix, es guckt den Ball an und der Ball guckt es an und es steht halt nochmal daneben und guckt zu, wie es gefangen wird. So, danke, Gruß vom Netto. Matze hat auch beim Community Raid mitgemacht. Nee, hat beim normalen Raid in der Raid-Gruppe mitgemacht, wo natürlich die Leute mal reingehen, ohne zu raiden. Hat im Netto gleich noch einen Shiny bekommen. Timo hier, entschuldige mein Großer, den Elektroball habe ich letzte Woche bei den Hisui 100%igen komplett vergessen. 100% Elektroball, Hisui 2430, sieht gut aus. Tiso habe ich durch einen Tausch erhalten, 100% zur Ruhe. Tiso ebenso, habe ich ja im Community-Tab auch schon mal gepostet. Er sucht nochmal aktiv Freunde, hat sich da hier so ein schönes Bild zurechtgemacht, deswegen wollte ich euch das zeigen. Diver Diso Trainercode 7884-0023-8107. Ich wiederhole, 7884-0023-8107.
die kommt ja nicht aus Deutsch, die kommt ja aus Öst und deswegen könnt ihr da natürlich die Aquamarin-Medaille hochziehen. Nicht die Continental, aber die Aquamarin wird also für viele hier vielleicht interessant sein. Dann Bierschanger mit dem Shiny Arc-Tipp, City Fanboy Glücksfreund geworden, Eisentech Glücksfreund geworden. Dann habe ich gestern Abend mit Trainer Sir Ups getauscht. Und ich habe die ganze Zeit Viridium Raids gemacht, wollte das 100er, weil das mir noch gefehlt hat vom Trio als 100%. Habe über 1000 XL dann gehabt, habe nichts bekommen, habe gesagt, ab jetzt weg mit dem Regi-Eis, ab jetzt wird nur noch Viridium getauscht. Und jetzt ist es da 100% Viridium. Das wird sicherlich dann mal gemaxt die Tage beim Max Out Monday. Und ja, jetzt also wieder Regi-Eis tauschen, genau. Jenna hier, Krypto, Shiny, Zubiris, Arctos, aus dem Rauch, natürlich abgehauen. Dann Shiny 98er Terrakium, richtig genial. 100% Terrakium. Ach ja, hier der Beweis, ist abgehauen, hat sie in dem einen Stream gesagt, bei der Raid-Stunde glaube ich. Sie ist so sauer, das 100er ist abgehauen. Das ist natürlich traurig, sieht man hier, 18:51, ist geflüchtet, war Mittwoch, war Raid-Stunde, also mein Beileid. Aber mein 100er ist wieder da und es hat etwas Farbe aufgelegt. Kurz danach wieder ein Raid gemacht, guckt ihr das an und 100% Shiny. Deswegen ist auch nicht der Benny der Schocker der Woche, weil sind einfach 200% Shiny Terrakium hier drin. Kannst du nicht Schocker machen. Dann haben wir hier die Jenna noch mit ihrem Pikachu. Weiblich, Shiny Trassler 100 erlöst, Seemobs Shiny mit Schal, Feni Du erlöst 100, Pikachu männlich, Shiny noch ein Männchen dazu, zack. Highlight vom ersten Tag des C-Days, 98er Alola Geo Watts. Dann haben wir hier Dusselgur Shiny drin, Bodo Gel, Mark Niemals für Raider Mittwoch, Active Shiny heute Rampenlichtstunde. Also Rampenlichtstunde, manche haben wieder gesagt, waren die erhöht, die haben 3, 4, 5 Shinies bekommen, aber es gab genauso viele Leute wieder, die gar nichts bekommen haben. Bei ihm fand ich das sehr cool, ja 100% Arctip, 100er Damia Blacks mit Kostüm, Shiny Pikachu, Shiny Arctip und vor allem 100% Purmel. Da habe ich keins, da habe ich gleich gedacht, oh mein Gott, Schocker der Woche, einfach 100% Purmel. Gibt's nicht wild, gibt's hier nur so aus den Karten, ist bestimmt selten. Aber ist nicht Schocker der Woche, warum? Muss ja was Einmaliges sein. Luigi Sarada, wenn der zweite Account reinlackt, Shiny Kohwaf bekommt und direkt im Raid danach ein Shiny Terrakium. C-Day aus Beute, wir sehen Teddy Ursa, Kiesling, Kapuno, Sandan, Hoppspross, Seemobs, Kleinstein, Velursi. Ja. Und jetzt fehlt nur noch das Shiny, 100er Bodogel auch dabei, Timo, Shiny Hiodesto, Bogahanda für Raid am Mittwoch, Shiny Gladiandri, Shiny Menki, Vulpix aus dem Abenteuerrauch, Shiny Wuffels, wohl gebrütet, Togepi, Shiny, auch gebrütet, wa? Und Schnäppke Shiny mit einem super Hintergrund, finde ich immer noch. Gerade abends macht das doch ordentlich was her. Da sieht es nicht mehr so matschig aus. Und Shiny Gladiandri gebrütet auch. Eins der neueren Shinies, die jetzt drin sind, weil die ja nur aus den 12 Kilometer Eiern bekommen können. Chef24.de hat ein bisschen 100er Glück. Die Shinies vom C-Day spare ich mir. Danke dafür. Haben hier 100% Hoppspross, Pikachu, Arctip und dieses Quieke durch einen Tausch. Dadurch günstig zum Hochziehen und mega nützliches Pokémon. Sarina, 100er, Amarino, Magunior, Mushas, Shiny, Cobalion, plus 100er Tuska, Shiny Arctip, Shiny Glaciola. Raid oder Quest? Sieht aus wie Raid, das müsste nämlich Level 20 sein. Quest müsste 15 sein, da wäre der Bogen viel weiter hinten. So. Psyox, Melmetal, 100%, leider nicht auf 50. Woran liegt's? Woran hat's hier Lesion? Der muss auf 50 unbedingt. Das ist so einfach, XL Bonbons von Meltan zu bekommen. Deswegen gönnt euch Meltan Bonbons. Danke, dass ihr im Stream mit mir geübt und gelernt habt, damit die Sprachwissenschaftler nicht mehr verzweifeln, dass man nicht mehr Bonbons sagt, sondern Bonbons. Gelernt wegen an der Bon ziehen, Bon und noch eine Bon daneben, eine Doppelbon, Bonbons. Deswegen spreche ich immer Bonbons jetzt. Und das muss wohl ja korrekt sein. Alexander Aringer, endlich ein 100er Carbador in Pokémon Go. Samuel Wapf.
Babadibabawapf. Mauzi. Galla Mauzi. Hey, Bernd. Ohne Brot. Vielleicht wieder etwas für Raider Mittwoch. 38 angefahrene. 100er. 6 Schundos haben es überlebt. Bei mir. 2 beim Kollegen. Das ist eigentlich auch brutal, dass man an dem Mega C-Day einfach Schundo, Barricadax, Gelabra, Trigephalos, Gelabra, Brogolos, Staraptor bekommt. Aber das ist mir schon wieder zu suspekt. Sagen wir einfach mal, C-Day ist die Shiny-Rate extrem erhöht. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Map für seine Stadt hat und mit der Map in der Stadt unterwegs ist und von 100er zu 100er fährt, ist es jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein 100er ein Shiny wird. Hannes hat auch damals mal gesagt, in München, die haben ja auch Map, ja, mal gucken so hin und her, C-Day plötzlich, bam. Und dann hat das gefruchtet. Also da ist das einfacher als normal random, wenn es an einem C-Day ist. Trotzdem, 6 Stück ist schon eine Hausnummer. Ich will das nicht schlecht reden. Ich sag nur, das hat trotzdem nicht für mich gereicht, weil ich was anderes dabei habe. Die Amazing Short habe das heute bekommen, erlöstes Dinosaurierkind Trimax oder wie das heißt, genau. So, Daniel Love, ein wildes Fernando in Shiny. Das ist nicht aus Mega Raid, ihr seht den roten Ball, das ist einfach ein ganz normales wildes. Daniel Love, Schneebedeck, Woolpix, Glumanda bei der Reike aus Gundelfingen. Gundelfingern, hier Glumanda, 100, dann Robert. Für Raid am Mittwoch 100% Krypto Weilmar. Ihr wisst, 100% Krypto sind auf jeden Fall mega krass. Aber nicht Schocker der Woche, denn da müsste es was Einmaliges sein. Robert hat außerdem auch noch ein Purmel, deswegen ist auch das Purmel vom Markt nicht Schocker der Woche, weil der Robert hat halt auch eins. So. Und jetzt hat der Robert dem Markt den Schocker vermasselt, aber keine Sorge, Robert, dein Schocker mit Weimar wird ja auch vermasselt von, kommen wir später dazu. Schöner Hintergrund, Chill Boris, Shiny, Kaiser Kai, 100% Krypto, Portrott. Also, Robert vermasselt Mark, Kaiser Kai vermasselt Robert, es wird immer interessanter, mein erstes Krypto 100er, kann man damit was anfangen? Ich würde es auf 50 pushen in die Arena setzen, freuen sich die Leute total. Kaiser Kai aus der Quest, noch ein Seemops mit Char, da hat sich ja gelohnt die Quest zu kaufen, noch ein Shiny Schneebedeck, Selau. Selal mit dem 100er Nocturne, dann ein altes Bild, natürlich hier Lucky, dann ein altes Bild, das haben wir schon mal gezeigt, aber es wird Zeit, die Leute, die es nicht kennen, dass sie das auch sehen, Shiny Taubsi. Real Life, in den ganzen Tauben einfach eine dabei, die anders aussieht, finde ich immer noch klasse. Dann beim letzten Mal habe ich auch gesagt, versteht der mich überhaupt? Der schickt, wir schreiben nie, der schickt einfach nur alles fünfmal, alles dreimal, alles doppelt. Bilder, die wir die Woche davor hatten, kommen dann wieder und nochmal und er schreibt einfach drunter, Ramses, ich verstehe dich, verdammt. Er muss mich verstehen, Grüße an Selal. Noch ein lustiges Bild, niemand wird je verstehen, niemand kann die Kraft von Raupi mit Cowboyhut verstehen, daran glauben, das wahrhaben wollen, was das für eine Kraft hat. Guck dir das kaputte, verbogene Tor an, weil Raupi da eingetreten ist. Dann habe ich trotzdem mal so mit reingenommen, hier 39 getauschte Pokémon und dabei hat er 57 Hunderter bekommen aus Trades. 57 getauschte, 100%ige Pokémon, viele davon Lucky, manche auch so. Knackrack, Trigephalo, Machomai sind auf jeden Fall fette Biester. Bisaflor, Turdok, Gewaltro, auch cool für die Mega-Entwicklungen. Schlappohr für Mega-Entwicklung, ganz gut. Nocturne haben wir ja. Nee, das ist ja gar nicht Lucky. Bibor, Mega-Entwicklung, ganz gut. Roselia, cooles Pokémon, stark. Aero-Kacksprühe, gut. Zack, nochmal Gewaltro. Und noch ein Dragoran, Simsala. Also irgendwie Kaumalat. Heftig, warum ist das denn nicht fett und groß? Dratini, fett. Lichtel, fett. Krabi, fett. Nee, Magneton, aber auch noch krass, auch noch cool. Hydrobi, fett, krass, Caboera, sehr cool, alles dabei und dann geht's dem Ende zu Potrott. Genau, auf 50. So, dann ein Bild. Der Pessimist würde sagen, das Glas ist halb leer. Der Optimist würde sagen, das Glas ist halb voll. Und wir ersetzen das Ich einfach mal durch Daniel Chevy. Der würde sagen, da passt noch Wodka rein. Ne? Grüße an den Daniel Chevy. So.
Dann fand ich auch gut, weil der schickt ja immer so komische Bilder, das Celal. DHL. Wir haben sie nicht angetroffen, wir haben aber auch nie geklingelt. Hermes. Nimmst du noch Pakete für alle Nachbarn in deiner Postleitzahl? UPS. Holen Sie Ihr Paket bitte im Hinterzimmer von einem Dönerladen in Schweden ab. Amazon Logistics. Es ist 5 Uhr morgens. Bist du wach? So, dann hat er hier noch Shiny Skalyk. Gebrütet. Heiko. Solo. Mega für Nondo-Raid. 37 Sekunden übrig. Hat er auch ein Shiny bekommen. Hat hier ein paar Kobalium bekommen. Auch eins von uns aus dem Raid. Dann hier noch ein Glaciola. Ein Zumpex. Benjamin hat getradet hier. Solgaleo mit 93%. Sieht gut aus. Thomas Speck. Shiny Arctip. Henry Herford. Purmel gerade bekommen, deswegen jeder hat Purmel plötzlich als 100er. Henry hat gut abgerissen, zweiter Raid zusammen und Nummer 2, Shiny. So, aus dem Ei bekommen, 100er Arctip. Aus dem Ei bekommen, Shiny Cusilla. Vierter Raid zusammen, Shiny Nummer 3. Aus dem Ei bekommen, Shiny Sneevil. Aus dem Abenteuerrauch, Shiny Vulpix. Aus dem Ei bekommen, 100er Cusilla. Aus der Feldforschung bekommen, Shiny Vulpix. Terrakium Duo mit Shenaya von Lenz Hart, 29 Sekunden. Für Nondo Solo 45 Sekunden. Kobalium Duo 52 Sekunden. Jetzt hast du es geschafft. Lennart heißt jetzt offiziell nicht mehr Lennart, sondern Lenz Hart. Ein zartes Pflänzchen. So, danke dafür. Cumulus auch aufgestiegen. Glücksfreund mit mir. Geitsch aus der Scheinigasse. Seemobs, Zickzacks nochmal hinterher. Sandan. War dann natürlich. C-Day Pogis auch, ein starrer Lili habe ich glaube ich weggelassen, aber Sandan sieht auf jeden Fall cool aus, Zickzacks auch, habe ich nicht drin gelassen. Dann ganz spezieller Kollege, Mega Graudon, einfach hier geschickt, hier für Raider Mittwoch. Ich habe es einfach mal mit reingenommen. Wer also mit Daryl Dixon befreundet sein möchte, 89860676051, ich wiederhole, 89860676061. So, Feuerwehrfrau, Sidey aus Beude, Kiesling, Teddy Ursa, Stachalili, Kabuno, Otaro, Sandan, Hopspross, Belursi, Geoba, zwei Reiser. So, das war's. Das heißt, das waren die Highlights der Woche. Nichts von Baloo, hast du nicht gespielt, hast dir die Sidey-Dinger gespart. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Ich habe gerade gesehen, ich habe es komplett falsch gemacht. Ich habe den Schocker gehabt, also das Bild. Aber dann war was anderes. Und dann war das Adi. Und dann habe ich den Adi nochmal abgescreent, damit er da vorne ist. Habe aber vergessen, den Schocker nochmal abzuscreenen. So ist die Reihenfolge trotzdem durcheinander. Ignoriert mal kurz die zwei Bilder und schaut euch das an. Denn der Schocker der Woche kommt von... Jojo, vielleicht ja was für Raider Mittwoch. Jetzt könnten da wieder die Leute sagen, da zähl ich doch, da passt da wieder was nicht. Aber Scheinux, Spinder, da ist der Pandir. Pandir, könnt ihr nicht wild fangen, könnt ihr nicht raiden, könnt ihr nicht brüten, gibt's nur aus der Quest. Aus der Quest ein Shiny zu bekommen, ist schon so eine Sache, ist ja random. Aus der Quest ein 100er zu bekommen, könnt ihr nicht, ist ja random. 100er Shiny, Spinder, aus der Quest, ist auf jeden Fall selten, mega selten, seltener jetzt als dann die ganzen 100er Purmels von heute und die ganzen 100er Shinies aus den Raids von heute, weil wir die auch mehrmals hatten. Deswegen... völlig verdient, völlig random, einfach nur 100% shiny, Spinder. Ad Nips, wenn man es von hinten liest, Ad Nips aus der Quest, 100%, gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und denkt dran, heute Abend in der Raid Mania, in der Raidstunde mit Kobalium einzuladen, mich zu euren Raids. Dankeschön. Vielleicht lade ich es auch erst Donnerstag hoch. Mal gucken, wie es mir gleich geht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.